Tief im Dorf, der Name ist Programm. Am 6. Mai trafen sich hunderte Tuning-Interessierte und stellten Neu- und Altblech im kleinen Örtchen Möllin vor. Die Veranstalter Patrick Westphal und Christian Ballnus strebten eine bunte Mischung an Automarken an. Die Erlöse des Eintrittes werden für einen ganz besonderen Zweck genutzt. Der Rest von dem Erlös, was drüber ist, wo die Unkosten abgezogen sind, das geht an den Kindersportverein Gardebusch. Das sind die kleinen Banditen. Das ist genauso wie der Eintritt, den die Leute bezahlen. Die bezahlen ja heute 3 Euro und der geht 1:1 an den Kindersport. Und die kriegen das halt nicht in bar. Wir fahren mit dem Trainer, mit dem Norm Buchfink, der das ehrenamtlich macht. Mit denen fahren wir zusammen einkaufen. Sportgeräte, Springseile, Mattenbälle, alles, was sie brauchen. Ja, und die bekommen das. Neben kultigen Volkswagen und schnittigen Supersportwagen zeigte sich ebenfalls ein Nachbau des Filmautos aus Manta Manta, zweiter Teil. Die Veranstaltung Tief im Dorf soll nächstes Jahr in die zweite Runde gehen.